Yo, 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 Leute, weiter geht es mit einer neuen, blutigen, aber auch wunderschönen Folge Dead Island mit meinem Kollegen Samuel Besenstiel. Na, Sammy, wie geht's? Alles klar, was geht ab? Alles stuhlig bei dir? Ja, alles in Ordnung, bis auf meine Stimme. Die ist leicht abgefuckt, aber der Strand macht's wieder weg. Auf jeden Fall geil, ja? Sitzen deine Unterhosen? Meine Unterhosen sitzen so ultra tight, die sind so oft nass geworden, getrocknet, einfach an meinem Schritt. Die sind mindestens 4 Nummern zu klein mittlerweile. Die sind mega tight, oder? Die sind mega tight. Tighte Unterhosen. Die sind voll tight, ich krieg die, glaube ich, auch nicht mehr aus. Die muss man echt abschneiden irgendwann. Und ganz kurz für alle Leute, die letzte Folge bei mir gesehen haben, der Sound ist jetzt ein bisschen besser geregelt. Er war ein bisschen leise, jetzt hört man ihn wieder. Jetzt hört man wieder die obszönen Dinge, die aus Keys Mund kommen. So wie es sein soll. Ich flüster dir immer wunderschöne Dinge in dein wunderschönes Absolut. Ohr. Absolut. Ich bin der Samuel Flüstermann. Der Samuel Flüsterer, der Besenstielflüsterer. Der Besenstielflüsterer. Es ist ein Job, das klingt wie eine Jobbeschreibung. Ey, der ist groß. Der ist groß der und ist buff. Er will kratzen. Alter, er tanzt. Er kann tanzen. Und wie schön, Mann. Wunderschön, oder? Wie er abgedanced hat. Oh, shit. Wow. Holy crap. Kommt die Alte an. Die Alte ist noch bumsbar. Warte mal, wo habe ich denn bitte den Alk plötzlich? Pack einfach eine Flasche aus. Die Alte war hart bumsbar. Ja, ich hab's von der Seite gesehen, dachte im Moment auch, ja. Würdest du machen. Würde man machen, oder? Ohne. Und ich musste sie leider zerstöckeln. Ich fühle mich echt bin mies. Ich eigentlich besoffen gerade. Es geht mal gar nicht, Jesus Christ. Komm, hier noch ein Bein weg. Ich sehe absolut gar nichts. Ich glaub, aus irgendeinem Grund wurde sein Schädel zerdreht. Sein Schädel wurde zerdreht? Zerdreht. Was ist denn zerdreht? Das ist so eine Mischung aus zerstört und verdreht. Ah, oh, Schützern. Schau dir das an, der ist so ein bisschen zerstört, aber auch ein bisschen verdreht. Ultra zermalmt, warte, ich muss gerade mal gucken, was ich hier upgraden kann. Und der ist wahnsinnig stabil, ich kann ihn nicht, doch jetzt. Ich dachte schon, ich kann ihn gar nicht absägen. Jetzt mache ich hier noch Schädelfußball. Der Sport der Könige. Schädelfußball. Und Witz, Mann, passend zur EM, die ja auch mittlerweile ist. Mal die Alte erstmal abtrennen. Oh shit. Als wir angefangen haben mit Dead Island, war Winter. Es war arschkalt. Es war wirklich arschkalt. Jetzt schwitze ich mir den Arsch ab, Mann. Hier drüben ist so einer, der ganz gerne in die Luft geht. Ah, so einer. Warte mal, ich habe eine Idee. Boom! Schneller. Zum Beispiel, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, siehst du den Schädel? Lappen, ja. Ich sehe den Schädel. Er hatte einen Lappen. Hast du einen Lappen eingesammelt? Ein kritischer Lappen. Ja. Der ist in Dead Island ungefähr so sinnvoll wie ein Skelett, das in eine Bar geht, sich ein Bier und einen Lappen bestellt. Es will nicht explodieren. Was kann sagen, bist du besoffen, oder? Keine Ahnung. Wir müssen hier drüben hin. What? Moment mal ganz kurz, geht die Tür? Natürlich geht die Tür nicht auf. Wir müssen Warum irgendwo soll hier ich wieder versuchen, rein. Die Klinke zu öffnen. Wir müssen eine Leiter nehmen. Du hast doch Dietrich-Finger. Du bist doch Kies mit den Dietrich-Fingern. Die hab ich, aber die funktionieren das, nicht da. Stufe 2. Was? Nein, hier ist Kiste. Kiste mit Kiste. Stufe 2. Ah, da ist doch eh nur Schrott drin. Ja, schau mal, vielleicht ist da auch irgendwie. Die nächste und legendäre schmutzige Klinge Schrott. Drin. Ja, okay. Zuckerstockmesser. Zucker für die Zombies. Das ist halt echt so, als wenn sie sich noch lustig machen würden über mich, weil ich Hoffnung hatte, dass mal was Gescheites in der fucking Kiste ist. Na, lass mal einen Zuckerstock reinlegen. Wirklich nur so ein Zuckerstock, so ein Weihnachtszuckerstock, den du lecken kannst. Stehen Schwarze nicht auf Grape? Absolut. Geschmack? Grape Drink. Ja. Beste, Alter. Beste, Alter, beste. Ey, wo müssen wir hin? So redet man in Norlands. Norlands, Alter. Am Bahnhof manchmal. Ja, die Geschwindigkeit auf Leitern ist immer wieder faszinierend. Wie hieß deine Schule, Sam? Hauptbahnhof. Das ist die Schule des Lebens, Digga. Die Schule des Lebens. Was genau soll ich hier sammeln? Soll ich den Shit hier crappen? Was crappen wir hier? Ich weiß auch nicht, was haben wir denn über... Nimm 4 Routen aus der Werkstatt von Jins Vater. Wir bauen Routen, Digga. Alter, also 2 haben wir hab schon mal dabei. Ich hab eine miese Route. Ich habe die heftigste Route aller Zeiten, aber ich habe eine harte Route. Diamantenpenis. Ich glaube, die Route müssen wir immer wegbringen. Wir können nur eine Route nehmen. Wo sind denn die? Ach, die sind dahinter oder wie? Ich habe eine Route. Eben gerade habe ich eine dicke Route eingesammelt. Ich muss auch mal irgendwie nach einer Route greifen. Wir brauchen Routen, um die Zombies uns vom Leib zu halten. Ich muss die Route irgendwie wirklich fest mit meinen Händen umfassen. Das ist ein Rohr, wow, keine Wahnsinn. Route. Wahnsinn, ich habe fertig geroutet. Du hast fertig geroutet? There's something else I need Vier to Stück do, schon, right? oder was? But I need to do it alone. So just wait here. Wie jetzt? Sie muss irgendwas machen, aber sie muss es alleine machen. Frauenprobleme. Okay. Kannst nicht warten, hast direkt nach 4 Penissen gegriffen. Was macht sie mit den Routen?
wollen wir das wissen. Was hat sie vor? Oh, Schützern. Was macht sie jetzt? Ich hab gerade gedacht, die erschießt sich. Ich auch, ja. Vier Routen sind einfach zu viel. Ich kann nicht leben mit deinen Routen. Ah, die will ihren Vater, glaube ich, erschießen. Aber der ist auch in den Dschungel gerannt. Ist einfach nur depressiv, dass sie ihren Routenplan verloren hat. Ah. Die Story packt mich jedes Mal. Ich muss gerade nur fast lachen, dass er auf ein Bild von sich und dem Hotel schaut, anstatt von sich und ihrem Vater. Das Hotel, Mann. Ich hab's geliebt. Oh, das war's Beste. Was? Ist ja gut. Der aggressive Brite, Mann. Was will denn der schon wieder? Da gab's die besten Krabbencocktails, Mann. Hey, scheucht uns in Kapitel Nummer 50. Geh jetzt! Hä? Jetzt sind wir wieder hier? What the fuck? Entscheidet euch doch mal. Können wir Mugambe retten? Ist das drin? Erstmal ein Zug oder so? Vielleicht ein Zug? Nur ein Zug? Nein, kein Zug. Whoopi Goldberg ist voll egoistisch. Ich hatte es irgendwie ganz anders in Erinnerung. Ich hatte noch in Erinnerung, dass er gesagt hat, ja, passt auf meine Tochter auf. Dann hat er sich irgendwie die Latzhose vom Körper gestriffen. Hat gesagt, hier, übernimm du, Tochter. Das ist die Latzhose meines Opas und dessen Opas und dessen Opas. Der hat sie 10 Jahre angehabt und der hat sie 10 Jahre angehabt und ich werde mich jetzt einreiben und in den Wald rennen. Ja, war das nicht so? Ich hatte dann auch ist er doch auf einmal losgerannt. Ich habe auch echt gedacht, die Hodenfliegen haben ihn erwischt. Aber ja, scheinbar hat der Hodenfliegen, Penisfische, alles gedodged und ist dann echt noch mutiert. Der war echt gut im Dodgen. Der war heftig im Dodgen, Mann. Also, meiner Meinung nach hat er auch die Kugel gedodged. Sah nicht nach einem Volltreffer aus. Nicht wirklich, nee. Guck mal hier, zack. Oha. Ach, du bist da vorne auch gewesen. Ah, ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist immer so mies getan zwischen den Zombies. Warte, kann ich dich retten? Oh, du fuck. Bist immer so mies getan. Alter, da kommt einer, der sieht genauso aus wie du. Ich kann dich nie unterscheiden. Oh, zweimal in einer Folge, Respekt. Das haben wir auch selten. Oder war es in der letzten Folge? Ich weiß das war in der letzten mehr. Folge, nee, es war in der letzten. Ich darf nur einmal pro Folge, alles sonst aber ist nur es offiziell Brei. Rassismus. Je öfter du mein Hirn in die Luft jagst, desto breiiger wird's. Ey, der kommt jedes Mal hier an derselben Stelle. Kann ihn jemand endlich mal tot machen? Aus dem KFC kommt da angerannt. Der Colonel! Mir erinnert mich irgendwie an Iggy Pop, Alter. Ohne Scheiß, oder? Ja, der sieht echt aus wie Iggy Pop. Das ist fucking Iggy Pop. Und dann kam Iggy Pop aus dem Dschungel. So. kann man sich Hände wirklich wegkoksen? Ist das möglich? Wahrscheinlich so viel Koks. Ich meine, man kann sich das Zahnfleisch und die Lippen wegkoksen. Oh mein Gott, Iggy, was tust du mit mir? Ach ja. Der alte Dschungel. Master, da hat sich die Hände weggekokst. Iggy. Oh Mann. Du alte Strandhutte. Hutte? Nutte. Hutte. Strandhutte ist auch in Ordnung. Du alte Strandhütte. Oh. Strandhutte, das ist eine Mischung aus Hure und Nutte. Ist schon okay. Oh Mann, es ist so warm. Bein. Es ist so warm. Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Satz zusammenbekomme. Es ist viel zu warm gerade. Okay, wo zur Hölle müssen wir rein wieder? Zu all den hier komischen Leuten, die unsichtbar bei mir waren. Anything useful? Ach, stimmt ja, du hattest hier unsichtbare Dudes. Ich hab's. Alter, hier geht irgendwas. Au. Goddammit. Hast du die Tür nicht zugemacht? Du hast die Tür offen gelassen. Was für ein König? Ach, Tür. Ich habe verstanden, hast du einen König zugemacht? Welchen König? Hast du den König etwa alleine gelassen? Upsi.
Das war mal ein Fehler dann, glaube ich. Aber die Werkbank ist noch gut. Ja, die Werkbank ist noch gut, Mann. Gott sei Dank. Aber das ist alle mutiert, aber... Das ist eine deutsche Qualitätswerkbank. Aber nicht mehr unsichtbar. Alter, wer ankommt? Mit einem Double X Händler. Dann ist doch unser... Oh shit, unser schmutziger Händler-Dude ist weg. Ah, Mist, den mochte ich. Der hatte den geilen Shit. Ey, der hat immer die geilen Deals auf billigen Modeschmuck gehabt. Der hat immer gute Uhren, Mann. So, wenn du gerade unterwegs warst, irgendwie. So, oh shit, ist Valentinstag, gehst bei dem vorbei, kaufst für deine Freunde irgendeinen Shit, Mann. Eine echte Flickflack. Der echte Flickflack. Der richtige Pop-Swatch, Alter. Der war real, der Mann. Der war echt real. Der war real, ohne Witz. Der hat auch irgendwie den Beat meines Herzens getroffen. Okay, hier drüben. Wie kann man es noch bescheuerter ausdrücken? Sind heftige Dudes. Einer davon ist ungewaschen. Der Seuchenpeter. Der Rest ist legit so, oder wie? Oh, die Tuse ist noch am Leben. Jerema. Erinnerst du dich, das ist die eine, die immun ist? Ja, die haben wir doch in der Mumienhöhle gefunden. Stimmt. Hey, Lady. Was geht ab? Wie so ein Affe. Gar nicht rassistisch. Ich stand hier zwei Monate in dem fucking Käfig. Endlich. Ich habe mich von meinen eigenen Exkrementen ernährt. Ja, du siehst aber noch echt fit aus dafür. Ich habe Markenchampagner gefunden. Alles wird gut. 24 Stunden am Tag nur Kniebeuge oder Klimmzüge machen kannst. Going to die. Dachten wir alle. He took my blood once. Then again and again. He wanted to bleed me dry. And when I asked him why, he was surprised. The savage can talk. But I ran away from my village to go to the city. To go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him, and when he tried to open it, using that computer, he opened them all. And those things jumped on him and tore him apart. I screamed, but no one came. Wasties dead? How can that be? He almost had the bloody vaccine. He said he knew everything, that he knew how to make it. Okay, Moment. Oh, what do we got here? Hat das wohl nicht so gut funktioniert? Jetzt pass mal auf, du siehst den Käfig hier, ja? Ja. Wenn du dich hier einsperrst, bist du dann leichter, leer zu zapfen oder schwieriger? So, der kann auch einfach eine lange Kanüle holen und hier drüben stehen und sie pieken. Ja klar, natürlich, die können hier doch einfach ausnuckeln. Und dann, der nächste Punkt. Denkst du nicht, Zombies kratzen da einfach durch die Gitter? Ziemlich sicher, Jerema. Ich dachte, du bist zur Schule gegangen, Mann. Was ist eigentlich los bei dir? Also, die weiß, wie viel Blut ein Mensch... Das weiß nicht mal ich. Weißt du, ich meine? Sie weiß das, doch. Sie hat auch einen aktuellen Literstand über ihren eigenen Körper. Mhm, okay, also sieht es gerade aus. Menschenverstand. Jetzt so eine Tankanzeige. Dass ein Eltern Wölfe sind oder so, wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ach, hier drüben müssen wir hin. Aber was macht ihr eigentlich im Busch, wo es immer Bananen gibt, wenn die in der Schule war? Ich habe das Antigen. Das ist Antigen? In dir, oder? Oh shit, Alter, wenn wir zum Gefängnis gehen, ist aus. Das ist aus, das hast du gerade gelesen. Das geht trotzdem noch 3 Stunden wahrscheinlich. Ziemlich sicher, aber... Dieses Spiel geht ewig lange. Dieses verdammte Spiel. Endboss Iggy Pop. Hoffentlich. Und die Stooges. I unlocked all the doors I could. Not very many, unfortunately. I don't have access to much of the security grid since it's on emergency power. We're running on power, and I don't know how long. Listen, if we lose contact, look for me and block. And for the love of God, if you cut the prisoners, don't bloody trust them. I'm responsible for a lot of them being here. So if you bring them to me, they'll kill me, and then you. Deswegen die Routen? Wirklich deswegen? Ach, shit, son. Echt jetzt? Einfach nur, um die Dinger wegzupoken? Das hätte man auch mit einem Besen machen können. Ich wollte gerade sagen, fucking Besen oder irgendwas. Wir waren in einem Dschungel. Nimm einen Stock. Ist mir aufgefallen bei der Übertragung, da waren ja immer diese Unterbrecher, ne? Ja. Und nur die wichtigen Dinge wurden unterbrochen. Ich bin im Zellenblock, beep. Wenn ihr mich findet, geht, beep. Dann, beep. Weißt du? Und dann redet ihr irgendwie noch über Gott schütze euch, also es wird natürlich nicht gebiebt. Den Scheiß hört man dann wieder. They're okay, bro. They're helping me get past these dead fuckers. Where's Titus at? Everybody's in that canteen, bro.
Safest place here, canteen, right? Canteen, bruh. Canteen, I want to go to canteen too, bruh. Look at me, man. You look like my brother, Alter, love. Der Typ ist scheiße groß. Holy fuck. Fucking psycho. Was war das für eine Ratte? Zieht er ihn rein? Der hat immer wirklich echt gedrückt. Er hat immer echt seinen Haferbrei aufgegessen. Ja, das ist ein strammer Motherfucker. Der ist echt krass, der heißt Dude. Achso, ich dachte, Neu heißt der. Banoi Prison? Heißt der Banoi Prison? Herr Banoi, bitte zu Pforte 4. Der schmierige Larry. Der schmierige Larry. Ich meine, so ein Gefängnis ist schon geil gegen Zombies. Schon, vor allem wenn es auf einer Insel ist. Das Problem ist, wenn alle verdammten Insassen mutieren und das komplette Gefängnis voll ist, ist ein bisschen scheiße. Warte, hier ist Brian. Der hat den harten Shit. Brian Melvo, Mann. Hallo. Hier gibt's nur noch Deos. Deos und Medikits. Das ist alles, was du brauchst. Du musst gut riechen und gut drauf sein. Kein Scheiß. Boah, ich glaube, ich verkaufe hier mal schweren Alkohol. Ich weg. Hol hier mal den ganzen Alkohol weg. Und die mittleren Medikits, dann hole ich mir ganz viele große. Ich hab's mir auch gerade gedacht, weil den Alk, ganz ehrlich, der bringt's irgendwie nicht wirklich. Ich drücke mal aus Versehen drauf, bin besoffen und denke mir, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Glaubst du, wir gehen jetzt wirklich ins Finale? Yo, man. Ja, schauen wir mal. What the fuck? Ich glaube, da gibt's schon noch ein bisschen was vorher. Stay back. Oh shit, she fine as hell. Probably infected. What now? How did you all get here? Are you infected? Don't you recognize me, bro? Maybe I do, maybe no. You recognize these? Nice, brother. But what I really need is a couple of those, right? We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. How? We want to get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. Dwight? He talked with us too, brother. But somehow, we couldn't help each other. Nothing to trade. You, on the other hand. Maybe we can make a deal. Vielleicht, aber erst, wenn er uns verrät, wer seine Tattoos... Das Mädchen. Der hat seine Tattoos mit Marker gemalt, Alter. Das ist fucking Edding. Wie sehen das eigentlich aus? Hast du gesehen, wie sie so ein minderjähriges Mädchen angegafft haben? So, boah, gutes Fleisch. Ultra, Mann. Ich meine, das ist gutes Fleisch, aber komm schon, das ist nicht cool. Das ist voll uncool. Und warum bist du auf einmal so ein Jacuzzi? Was bin ich? Er hier. Bin hier longer than I've been alive. Mean son of a bitch. You get him out and bring him here. He'll know what to do. Ich meine, er ist doch Yakuza, oder? Sure. Ach ja, ich habe mich gerade Jacuzzi. Ja, wie der Pool. Wer ist doch ein Yakuza, oder? Green Mile. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ein Drache, echt, Alter, ein Drache und Tribals? Ja, schon, aber soll das echt irgendwie... Naja, gut, das, er hat auch so was er da oben hat, so ist China-Bart. Definitiv japanisch, Mann. Keine Ahnung, er weiß selber wahrscheinlich nicht, was er ist. Tötet mich. Ich weiß doch nicht, woher ich komme. Ein Stück geschmolzene Masse, Alter. Wie man mal die Haut über seine Haare gewachsen ist an der Seite. Das ist kein Undercut. Das ist einfach nur seltsam, so sieht's aus. Meine Mutter hatte Schlitzaugen. Und sie hat gesoffen. You wanna buy something decent? Was? I'm the guy to deal with. Was hat er denn auch irgendwie den harten Shit. Ein zuverlässiges Katana. Ah. Stufe 42, das werde ich nie. Was bin ich für eine Stufe? Wahrscheinlich fast 42. 37, Alter, Mann, das werde ich 33, nie. Heilige Scheiße. Okay, vergiss es, Jeremy. Verzieh dich. Schaffe ich nie. Jerry, fick dich. Ohne Witz, Jerry, wenn er mir eine Pumpgun verkaufen würde oder so ein Scheiß, aber nope. Jerry, du kannst mal meinen Dick sucken. Boah, hier geht cool, heftig cool. Was. Genau da wollen wir hin. Gewehrmunition. Ja, Scheiß, schau sie dir an, mal, wie sie noch die Helme anhaben. Die beiden neuen Minenarbeiter. Das heißt, die Wachen sind infiziert und die Insassen nicht wirklich? Oder nur teilweise? Okay, ich glaube, gelaufen. Ich glaube, alle Wachen, die nicht infiziert waren, die wurden direkt wahrscheinlich getötet. Wahrscheinlich, ja. Moment, ich will mal ganz schnell noch hier was wegwerfen. Wir haben keine Karte. Keine Karte? Nein. Naja, Karte nicht verfügbar. Das ist allerdings meine straight Aussage. Boah, glaubst du, es wird mies? Glaubst du, hier kommen nochmal voll die krassen neuen Zombie-Dudes?
Ich sag mal so, die haben einfach nur schmutzigere Trenchcoats. Warum haben die auf einmal so dreckige Klamotten? Ja, übel, aber nur die schmutzigen Anzüge, mehr ist es nicht. Wow, fuck! Hier ist einer von den großen Jungs. Oh, shit, son. Bump ihn. Watch yourself. Bump in the night. Ach komm, ey, Alter, das gibt's nicht. Er macht mich fertig. Das gibt es doch nicht. Du musst ihn wegholen, Dude. Ich mach meine fucking Special. Meine fucking Special und er fitzt mich jedes Mal um. Alter Dude, du siehst irgendwie aus, als wärst du gerade gestorben. Ich bin gerade gestorben. Alles gut. Oh fuck, ich bin auch tot. Ein bisschen tot für einen Moment. Kannst du mir ein bisschen Deo ins Gesicht spritzen? Das wäre echt nett. Und ich rankommen? Schnell! Oh, nice. Lacker, das war echt knapp. Das war echt knapp, Mann. Yo, 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 komm schon. Das war ein kritischer Stromschlag. Jawohl. Ist er down? Alter, das hier drüben war eine Hinrichtung. Oh, shit. Das hier drüben war eine Hinrichtung. Siehst du das? Das Blut da noch hier so an der Wand. Oh ja, das war eine Hinrichtung. Die hatten auf jeden Fall Spaß. Ich sag ja, diejenigen, die überlebt haben von den Wärtern, die wurden definitiv hingerichtet. Auf jeden Fall, Mann. Die haben echt keine Freunde, wenn du in irgendeinem komischen Z-Gefängnis bist, was Hygiene und Qualität angeht. Ich meine, gut, ganz ehrlich, es könnte schlimmer sein, wie es hier aussieht. Ich muss sagen, es ist nicht das Hilton. Es ist absolut nicht Hilton. Also, deswegen hat sie wahrscheinlich auch ein Foto gehabt mit diesem Hotel, weißt du? Da hat mich Mutter immer mitgenommen, wenn sie Männer glücklich gemacht hat. Das sind einfach die guten Erinnerungen, sind halt, das Hotel ist die beste Erinnerung in ihrem Leben. Da hat Mutter immer irgendwelche Männer massiert. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, dreh dich um. Tot, dreh dich um. Ah, das war's, das war's. Ich muss erstmal aufstehen mit meinen viel zu kurzen Beinen, die mir gerade aufgefallen ist. Alter, ich bin hier direkt bei einem Zombie gespawnt, aber so einen dreckigen. Mies, Mann, Alter. Alter, bring Becher mit. Hätte genug für alle dabei. Glaubst du irgendwie in den Gefängniszellen liegt Zeug rum? Irgendwie selber gebaute Messer, so Shanks aus Zahnbürsten. Ja. Angespitzte Zahnbürsten und so ein Scheiß. Ich glaube nicht, nein. Ich glaub's auch nicht. Es war ein sehr freundliches Gefängnis. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich irgendwie jemanden im Klositz erschlagen darf. Ich hätte meinen Katana verloren. Wo ist der hin? Ich bin einfach durch die Gitter geschlagen. Wir müssen ganz nach oben. Okay, ich bin gerade an der rechten Seite weitergelaufen. Ich glaube, sind hier viele Zombies. Yep. Wo kommt man denn hoch? Vorne an der Ecke oder wie? Ah, hier. Hier ist ein Buschiger. Ein Buschiger? Er hat ein Afro. Achso. Dachte unten rum. Au. Gerade kennengelernt, ihr seid schon so weit. Oh Gott. Ist er noch nicht tot? Genau den meinte ich. Ich dachte, du hast einen Busch mittlerweile abgefackelt. Leicht angesenkt. Wow. Fuck. Bist du gestorben? Nee, nee. Nur keine Stamina mehr gehabt und umgeboxt worden. Das ist mies. Es passiert so schnell in dem Spiel vor allem. Du bist halt richtig schwach, ne? Ja, da wählst ein bisschen wildwichsend im Gang rum, willst ein paar Körperteile abschlagen und plötzlich bist du aus der Puste und dein Tag ist versaut. Alter, warum? Ich brauche ein Nikotinpflaster. Und der hustet halt nur in deine Richtung. Ein Nikotinpflaster. Kommt die Sucht zurück, oder wie? You need to unlock doors. Hättest du doch eine Zigarre gegrabt. Go to the control room and figure it the fuck out. Wer zur Hölle ist du und warum redest du mit uns, als wenn wir behindert wären? Go to the control room. Bis hinter den fucking... And figure the fuck out. Stahlstangen und da wirst du auch eine ganze Weile bleiben. Vielleicht pinkel ich nachher unten durch. Warte, wir müssen erst hier nach unten. Was willst du tun, wenn ich da durchpinkel? An die Wand nach hinten gehen, dann erhöhe ich mir einen Stuhl, dass ich höher pinkeln kann und weiter. Und ich hole mir einen Ventilator. Ganz genau, Alter. Wir machen dich fertig. Platzregen nennen wir es. Was ist das denn? Alle Zellen sind offen. Alle Zombies sind frei. Oh, gut, gut. Und ein Alarm. Mile. Schalte den Alarm aus. Oh Gott. Kam der aus dem Schrank? Ey, warte mal. Wir müssen hier drüben auf die... What the fuck? Der war unsichtbar. Ja, plötzlich tauchen die Zombies auf. Der Typ auch. Plötzlich Gangbang. Auf meine Mitte vom Raum steht. Ohne Bescheid zu sagen. Okay, Alarmknopf ist wahrscheinlich an komplett der anderen Seite, oder? Komplett auf der anderen Seite. Wer hat denn... Huh? Natürlich. Wo ist der hin? Ich habe wieder durch die Wand geglitscht.
Ich würde sagen, lass mal zum Knopf vielleicht joggen, dass das zumindest die dass wir das noch Zombies hinbekommen. Nicht mal angerannt kommen. Die sind mies sportlich. Heftig sportlich, Mann. Besonders der hier, der Kanalarbeiter. Hey. Alarm ist aus. Perfekt. Flying Cross Kick, Bitch. Alter Dude, die Folge ist vorbei. Aus Norlands. Ha? Die Folge ist vorbei. Oh, shit, echt. Ich habe mich gerade so wohnhaft in diesem Gefängnis gefühlt. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten ultraspritzigen Folge Dead Island wieder. Eine spritzige Bewertung würde Beta-Gott ganz, ganz glücklich machen. Huldigt auf eurem Gott. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Und zeig. Ja. Sprich. Okay. Nein, sprich, was? Gott. Sprich. Zeigt uns eure Liebe. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Aber nicht Homo, Alter. Immer schön den Daumen hinten rein. Und tschüss. Haut rein.